Diskussion mit engagierten CDU-Mitgliedern und dem Bundesgesundheitsminister. Eine Stunde sprach Hermann Gröhe über die Themen Pflege und Gesundheit mit Mitgliedern, die ein besonderes Interesse an dem Thema haben. Sie erreichen mich gerade in meiner Küche über meine Apotheke. Meine Mitarbeiter haben mir gerade freigegeben im schönen Schacht Audorf südlich des Nordostseekanals. Gesprochen wurde darüber, was ist, wenn wir oder nahe Freunde und Verwandte nicht mehr so fit sind, wenn wir die Hilfe von Ärzten, Pflegekräften und helfenden Händen benötigen. Ich betreibe seit fast 24 Jahren einen ambulanten Pflegedienst und ich habe so ein bisschen Sorgen, dass die ambulante Pflege ein bisschen hinten runterfällt. Das neue Pflegestärkungsgesetz gibt jedenfalls Rückenstärkung in einer Situation, die jeder als Herausforderung empfindet. Und insofern sind ja auch Sorgen verständlich, denn wir sprechen dann über eine Lebensphase, wo wir auf andere angewiesen sein werden, wo wir Hilfe brauchen, wo Krankheit, Gebrechlichkeit, am Ende auch die Endlichkeit des Lebens stehen. Das ist eine Situation, mit der sich wahrscheinlich niemand ganz einfach beschäftigt. Ein weiterer Diskussionspunkt: Prävention. Wir können vorbeugend eine Menge tun, damit wir gesund bleiben. Diskutiert wurde darüber, wie und ob der Staat und die Versichertengemeinschaft uns dabei sanft Hilfestellung geben darf. Und ich habe das Gefühl, dass die deutsche Gesellschaft leider sehr viel ungesünder lebt als vielleicht vergleichbare Länder wie die Niederlande. Und dass damit einhergehend natürlich Kinder sich weniger bewegen, aber auch Erwachsene einfach ungesünder leben, was in Summe natürlich die ganzen Krankheitskassen und die ganze Altersvorsorge viel höher belastet. Das Fachgespräch stieß auf großes Interesse bei den Mitgliedern und bei Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Ich freue mich, wie viele sich interessieren und wie viele Fragen auch deutlich gemacht haben. Es ist mitunter sehr kompliziert, aber es geht uns eben alle an.